Hallöle und einen ganz lieben Gruß aus der Quarantäne. Ich hoffe, euch geht's allen gut und ihr könnt die Zeit sinnvoll nutzen, zumindest etwas sinnvoll oder relativ sinnvoll. Falls ihr euch zu sehr langweilt und irgendwie Beschäftigungsanregungen, Ideen braucht, ich habe hier ein Experiment für euch vorbereitet. Naturwissenschaften liegen mir eigentlich gar nicht, aber ich habe mir da was einfallen lassen, was ich recht spannend finde, dadurch, dass ich Naturkatastrophen und Naturgewalten sehr interessant und sehr spannend finde. Und zwar habe ich vor, mit euch zu zeigen, wie wir oder wie ihr zu Hause euren Eltern ein bisschen auf die Nerven gehen könnt und einen Backpulver-Vulkan selber basteln könnt. Alles, was ihr dafür braucht, sind drei Päckchen Backpulver. Ich habe jetzt hier so Bakin, sollte eigentlich dasselbe sein wie Backpulver. Eine Schere, eine ganz normale, also die sieht jetzt ein bisschen fancy aus, ist aber die Schneiderschere meiner Freunde. Ihr braucht einen Teller. Ich habe jetzt einen genommen, der schon etwas schmutzig ist, dadurch, dass oder wir werden den eh höchstwahrscheinlich schmutzig machen, dementsprechend passt es. Ihr braucht nicht nur ein Glas, sondern tatsächlich auch zwei Gläser, aber auch ein halbes Glas Wasser, weshalb ich das eine Glas natürlich dann dementsprechend schon mit Wasser gefüllt habe. Dann braucht ihr etwas Teesoffel, etwas, ein kleines bisschen Spülmittel. Essig braucht ihr, handelsüblichen. Ich habe jetzt Weinbranntweinessig. Heißt tatsächlich so, Weinbranntweinessig. Aluminiumfolie. Und nicht zu guter Letzt, sondern zu guter Vorletzt, Lebensmittelfarbe. Ich habe ein Döschen Lebensmittelfarbe gefunden, eine Tube in Rot. Sehr naheliegend, wenn man einen ausbrechenden Vulkan basteln möchte, dann irgendwie rote Lebensmittelfarbe zu benutzen. Lava ist rot. Meine Freundin hat aber natürlich diese leere Tube rumliegen lassen. Das heißt, die hat falsche Hoffnungen in mir geweckt. Dementsprechend bin ich heute nochmal losgestartet. War in sehr vielen verschiedenen Läden und habe keine rote Lebensmittelfarbe gefunden. Deshalb werde ich höchstwahrscheinlich Lila nehmen. Lila ist meine Lieblingsfarbe oder Orange, weil es vielleicht doch noch näher an Lava ist. Mal gucken, vielleicht aber auch Rosa oder Schwarz. Schauen wir mal, dürft ihr gespannt bleiben. Und nun zu guter Letzt und mitunter das Wichtigste, damit eure Eltern mich nicht am Ende noch hassen. Ihr braucht eine wasserfeste, große Unterlage, die ihr schmutzig machen dürft und auch wieder sauber machen könnt. Denn wir werden wahrscheinlich eine große Sauerei kreieren. Und was ihr genau zu tun habt, das zeige ich euch gleich.
liebe Kinder der GTS, ich will heute mit euch ein wenig basteln. Und zwar basteln wir ein Musikinstrument, und zwar einen Regenmacher. Regenmacher wurden vor allem in Australien viel gebaut, und zwar aus Kakteen. Und da wurden die Kakteen getrocknet, und die Kakteen waren dann innen hohl. Und man hat einfach die Stacheln der Kakteen in den Kaktus reingesteckt und dann den Kaktus mit Kies oder Steinen oder anderem kleinem Material befüllt. Und so haben dann die Aborigines in Australien einen Regenmacher daraus gemacht. Und wir wollen jetzt das gleiche Prinzip mit Alltagsgegenständen, die wir zu Hause haben, machen. Und zwar brauchen wir dafür eine Zewa-Rolle, genau, einfach eine längere Rolle, und ganz viele Zahnstocher. Dann brauchen wir noch eine Nadel, ein Blatt Papier, einen Bleistift und Tesa. Was ihr sonst noch braucht für den Regenmacher, wäre einmal Kies und einmal Reis oder einfach andere Sachen, die ungefähr die gleiche Größe haben wie das hier und am besten auch verschieden groß sind. Also die Kieselsteine sind jetzt ein wenig größer als der Reis und das gibt dann einfach einen besseren Sound von eurem Regenmacher. Und zwar wird jetzt aus unserer Zewa-Rolle ein Regenmacher und ich habe jetzt schon mal den Großteil dieser Zewa-Rolle schon mit Zahnstochern durchbohrt. Und genau das werden wir jetzt noch mit diesem letzten Stück hier machen. Nehmt dafür einfach diese Nadel und stecht sie einfach durch diese Zewa-Rolle durch. Genau, dann habt ihr immer schon zwei Löcher und dann müsst ihr einen Zahnstocher da durchstechen. So, immer vielleicht innen ein bisschen schauen, wo das Loch ist, sodass ihr das findet. Und das macht ihr jetzt einfach ganz, ganz oft, sodass in der Mitte dann eine möglichst gute Verzweigung dieser Zahnstocher entsteht. Genau, gleich mal wieder innen schauen. So, und wenn ihr da jetzt mal reinschaut, vielleicht könnt ihr es sehen, sieht man, dass diese Zahnstocher ganz, ganz verwinkelt sind. Und das hilft uns dann später, den Regen nachzumachen. Das ist also sehr, sehr wichtig. Genau. Also das macht ihr jetzt einfach mit dem letzten Teil hier noch, beziehungsweise ihr dann mit der ganzen Rolle. Ich saß da jetzt auch schon ein bisschen länger dran. Ihr müsst immer ein bisschen aufpassen, dass euch erstens die Nadel nicht sticht und zweitens auch diese Zahnstocherteile, die da rausstehen. Also müsst ihr immer ein bisschen vorsichtig sein, weil es kann dann doch mal schon ein wenig pieksen. Genau, jetzt machen wir noch ein paar. Also ihr braucht auf jeden Fall sehr viele Zahnstocher, um das zu machen. Fragt mal eure Eltern, ob ihr noch so viele Zahnstocher zu Hause habt. Ganz kreuz und quer. Also ihr müsst nicht immer einfach durch die Mitte gehen, sondern ihr könnt auch gern mal nur am Rand einen Zahnstocher durchdrücken.
dann sollte eure Rolle eben genauso aussehen wie meine jetzt. Also möglichst viele Zahnstocher reinstechen. Ihr könnt auch immer wieder da, wenn ihr irgendwo seht, okay, hier sind jetzt ganz viele, also hier ist viel frei, dann könnt ihr da auch nochmal einen Zahnstocher reinmachen. Genau, also je mehr, desto besser. Aber zu viel darf man jetzt auch nicht reintun, weil sonst geht unsere ganze Füllung, die wir da später reintun, sonst kommt die gar nicht unten an. Und wir wollen schon, dass sie durchkommt, aber relativ langsam. Okay, und jetzt brauchen wir natürlich irgendwas, um diese Rolle an beiden Seiten zuzumachen. Deswegen nehmt euch da einfach ein Blatt Papier und einen Bleistift und malt einfach den Kreis unten von der Zebra-Rolle ab. So. Das ist jetzt nicht unbedingt schön. So, jetzt habt ihr den Kreis da drauf gemalt und jetzt müsst ihr ihn ausschneiden. Und am besten schneidet ihr ihn ein wenig größer aus, also vielleicht so einen halben Zentimeter auf beiden Seiten, bisschen größer. Und ihr könnt es so wie ich machen. Ich habe jetzt einfach mein Papier halbiert in der Mitte. Dann müsst ihr nur einen Kreis ausschneiden und kriegt dann gleich zwei. Genau, also ungefähr so. Einfach großzügig ausschneiden. So, jetzt haben wir ja diesen Kreis ausgeschnitten und damit wollen wir jetzt diese Zebra-Rolle schließen. Und zwar nehmt ihr da einfach euren Teser. Ich habe den jetzt in diesem kleinen Behälter und macht immer so längere Streifen ab. Und könnt damit dann diesen Kreis auf beiden Seiten befestigen an der Zebra-Rolle. Okay, ihr müsst schauen, dass ihr einen Teser habt, der möglichst gut klebt, weil sonst kann es sein, dass euch das immer wieder aufgeht. Und das macht ihr jetzt einfach immer ein bisschen versetzt, sodass ihr immer mehr von dieser Zebra-Rolle am Ende abschließt. So. Genau, immer ungefähr ein bisschen länger als der Kreis ist und dann einfach draufkleben. So. Genau. Und jetzt noch einen letzten, genau. Auf jeden Fall ist es wichtig, dass ihr schaut, dass diese Rolle auch auf allen Seiten wirklich zu ist, weil da sollte nichts rauskommen, weil wir da jetzt kleine Körner und Kies reinfüllen und da sollte es wirklich komplett abgedichtet sein. Das ist wirklich sehr wichtig. Genau, also dann sieht eure eine Seite eben so aus. Ihr könnt auch noch ein paar mehr Teser-Streifen draufkleben, damit ihr euch auch wirklich sicher seid, dass es hält. Genau. Und jetzt machen wir dann weiter mit dem Befüllen unseres Rohres. So, und jetzt, da wir eine Seite schon zugemacht haben, befüllen wir jetzt unseren Regenmacher mit Kies. Und ihr müsst gar nicht so viel, wie ich da jetzt vorbereitet habe, da rein schütten. Sondern vielleicht gerade so, dass ja, die unteren 2 cm von diesem Regenmacher voll sind. Das muss man ein bisschen Auge mal Pi machen. Und vielleicht könnt ihr jetzt schon hören, dass auch die
verschiedene Materialien, die man jetzt da in diesen Regenmacher gibt, auch einen unterschiedliche Geräusche machen. Nachdem ihr ihn jetzt befüllt habt, solltet ihr ihn auf jeden Fall einmal testen. Und zwar könnt ihr da einfach die Hand auf die eine Seite legen und dann einfach mal hören. Genau, bei mir würde ich jetzt sagen, ist sogar noch ein wenig zu kurz sozusagen. Also kann man ruhig noch mehr Zahnstocher in diesen Regenmacher reinmachen. Je mehr Zahnstocher nämlich drin sind, desto länger dauert das Geräusch sozusagen, weil er dann die ganzen Kieselsteine und der Reis, der da drin ist, noch länger braucht, um am anderen Ende anzukommen. Wenn ihr natürlich irgendwelche längeren Röhren noch habt als eine Zewa-Rolle, dann könnt ihr natürlich auch die als Regenmacher verwenden. Und genau, je mehr Zahnstocher da drin sind, desto besser ist eigentlich das Geräusch. Oder was ihr auch machen könnt, ihr könnt ein bisschen größere Kieselsteine nehmen, weil je größer die Kieselsteine sind, desto weniger schnell kommen sie sozusagen unten an, desto langsamer sind sie und dadurch entsteht natürlich auch ein längeres und besseres Regengeräusch. Ich habe meinen Regenmacher jetzt nochmal ein bisschen verbessert und zwar habe ich noch mehr Zahnstocher reingemacht, wenn ihr jetzt das mal anschaut, also sicher nochmal 10 Stück. Und dann habe ich noch ein bisschen mehr Kies und ein bisschen mehr Reis rein und so langsam wird der Sound meines Regenmachers immer besser. Und da müsst ihr einfach jetzt rausfinden, was ihr da am besten reintut, welche Sachen. Ihr könnt auch noch andere Sachen, zum Beispiel Körner, noch mit reintun. Ihr müsst einfach schauen, wie euch der Klang eures Regenmachers am besten gefällt. Und dann könnt ihr immer wieder ein bisschen was rausnehmen oder wieder neue Zahnstocher reinmachen. Und da müsst ihr einfach dann eure Version davon finden, wie ihr es am besten mögt. Und dann macht ihr ihn einfach oben zu und dann seid ihr fertig mit eurem Regenmacher. Und was ihr auch noch machen könnt, ist, ihr könnt euren Regenmacher so bemalen, wie ihr ihn wollt. Nicht, dass er so trist und grau aussieht wie meiner hier. Ihr könnt zum Beispiel einen tollen Kaktus draus machen und ihn einfach komplett grün anmalen. Das sieht sicher sehr gut aus. Oder ihr könnt einfach andere Muster noch drauf malen, wie ihr das eben wollt. Und dann habt ihr euer eigenes erstes Instrument gebaut. Und ich hoffe, ihr habt ganz viel Spaß dabei.